Mein Name ist Jonas Siskes, ich bin Projektmanager bei Dedelic Entertainment und betreue da das Projekt Memoria, die Fortsetzung zu Satin aufs Ketten. Ich bin Kenne Menz und ich bin Leitender Game Designer und Autor von Memoria. Mein Name ist Tim Haneberg und ich habe im Game Design Prozess mitgewirkt. Ich heiße Caroline Simon, ich bin 27 und ich habe die Grafik geleitet, und zwar alles, was so 3D betraf. Mein Name ist Manuel Formwald und ich habe den 2D-Part geleitet. Mein Name ist Sascha Dreger und ich spiele hier den Geron oder spreche ihn. Ich heiße Yoshi und ich habe Fahir hier gesprochen, einen Reisenden. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Die Geschichte handelt von Geron, dem Helden aus dem ersten Teil, der einen Weg sucht, seine Fee, seine Freundin Nuri, die am Ende des ersten Teils in einen Rabenkörper verbannt wurde, zurückzuverwandeln. Und um das zu tun, trifft er eines Nachts mitten im Andergaster Wald einen fahrenden Händler, einen Thulamiden, der mitten in diesem kalten, mittelalterlichen, europäischen Wald sein großes, strahlendes, orientalisches Zelt errichtet hat. Und dieser Händler sagt Geron: Hier, ich kann einen Zauber, mit dem kann ich Nuri zurückverwandeln in eine Fee. Alles, was du tun musst für mich, ist, du musst mir helfen, ein Rätsel zu lösen. Dieser Händler hat seit 3 Monaten Träume, jede Nacht den gleichen Traum. Und in diesem Traum erlebt er die Ereignisse von einer Prinzessin, die vor 450 Jahren gelebt hat. Also es sind 2 Geschichten. Einmal die Geschichte von Geron, der Nuri, die Fee, zurückverwandeln will. Und einmal die Geschichte von Prinzessin Sadia, einer orientalischen Prinzessin, die in eine der größten Schlachten aller Zeiten eintreten will, um zur größten Heldin aller Zeiten zu werden. Psst, verschwindet! Geron ist ja der Held aus Satin aufs Ketten, unserem ersten Teil, den wir übernommen haben. Und Geron ist eigentlich damals als so ein bisschen der Pechvogel gewesen. Der ist in Andergast aufgewachsen. Satya ist eine thulamidische Prinzessin, als solche natürlich sehr gebildet, verzichtet aber im Prinzip da auf die ganzen Regeln der Etikette und ist relativ draufgängerisch und hart. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Also der Funke für dieses Spiel, also der Beginn, mit dem alles losging, war eigentlich im ersten Teil schon gesät worden, in Satin aufs Ketten. Tilman Schanen, der eben da mitgemacht hatte am ersten Teil, hatte ein Konzept geschrieben für einen zweiten Teil. Es waren 1,5 Seiten, wo grob ein Szenario umrissen wurde, worum es gehen könnte im zweiten Teil. Und er konnte aber nicht mehr mitmachen an dem Projekt und hat es an mich dann übergeben. Ich bin das Konzept durchgegangen und fand es schon sehr reizvoll. Also es spielte sehr stark mit dem Kontrast zwischen Gerons Gegenwart, dem Helden aus dem ersten Teil, und zu einer Zeit vor 450 Jahren, als die Magie noch sehr, sehr frei herrschte so in der Welt von Aventurien. Es gab große Schlachten, Magier, Konflikte, und alles war noch viel unkontrollierter und viel epischer und viel, viel spannender und aufregender, als es in Gerons Gegenwart ist. Und dieser Kontrast war Thema in dem Konzept. Das habe ich dann genommen und mir dann immer so kleine Sachen rausgesucht, die ich mochte. Die habe ich dann weitergesponnen, und Sachen, wo ich dachte, da kann man noch was machen, habe ich dann eben verändert und angepasst. Und von da aus, es war ein recht langer Prozess. Von der ersten Idee bis zu der fertigen Geschichte, wie sie jetzt auch im Spiel ist. Und diese beiden Geschichten hängen irgendwie miteinander zusammen. Und Geron muss eben dieses Rätsel lösen, um auch seine Fee zurückverwandeln zu können. Das fängt ja gut an. Man muss den ersten Teil nicht gespielt haben, um den zweiten Teil zu spielen. Das war auch eine der großen Herausforderungen. In der Konzeption war, dass Leute spielen konnten, die den ersten Teil nicht kannten, aber dass Leute den ersten Teil gespielt hatten, also das Gefühl haben, es geht weiter. Und ich hatte letztens einen Tester gefragt, der das Spiel mal getestet hat, wie sein Eindruck war. Wie viel ist es Fortsetzung und wie viel ist es eine neue Geschichte? Und er meinte, es ist 70% neue Geschichte und 30% Fortsetzung. Also diese Fortsetzungsgeschichte zwischen Geron und Nuri ist an sich eigentlich eine Rahmenhandlung,
so ein bisschen noch eine Nebenhandlung. Die eigentliche Geschichte, die wir erzählen, ist die von Sadia. Und diese Sadias, Prinzessin Sadias Geschichte wirkt sich auf die Gegenwart aus. Und Geron, um seine eigene Geschichte zu beenden, muss verstehen, was es mit Sadias Geschichte auf sich hat. Die Welt von Das Schwarze Auge ist die umfangreichste niedergelegte Fantasy-Welt oder eine der umfangreichsten niedergelegten Fantasy-Welten, auf die man so zurückgreifen kann, wenn man eine Geschichte erzählen möchte. Und Das Schwarze Auge ist ja eigentlich ein Pen and Paper mit ganz vielen Regelwerken, aber wir haben uns eben darauf konzentriert, dass die Welt so reichhaltig ist an Details, auf die man zurückgreifen kann, an Orten, an historische Momente, an die man anknüpfen kann. Also man muss natürlich alles recherchieren, man muss alles nachprüfen, ob es irgendwie passt. Wenn man einen Zauber macht, mit dem man Magie in der Luft sehen kann, dann muss man natürlich nachschauen im Regelwerk, in welcher Farbe sieht man diese Magie, wenn man diesen Zauber aktiviert. Und so muss man nicht ständig, aber auch eine größere Bibliothek, wo wir nachgucken können, ständig immer alles doppelt überprüfen, ob es halt passt. Und manchmal, am schwierigsten ist es tatsächlich, wenn es im Regelwerk offen ist und man nicht weiß, gibt es vielleicht eine andere Quelle, wo das nochmal exakter drin steht, aber die habe ich jetzt nicht und ich finde auch keine Verweise darauf, dann nimmt man einfach, was man gefunden hat und denkt sich da ein bisschen was dazu. Der langjährige DSA-Autor Hadmar von Wieser hat uns bei der Gestaltung der Geschichte innerhalb der DSA-Welt unterstützt. Der hat uns immer wieder Feedback gegeben, ob wir uns nun im Rahmen dessen bewegen, was die DSA-Redaktion gerne möchte, und hat uns auch seine Erfahrungen mitgeteilt. Und es hat sich auch ergeben, dass er zum Beispiel derjenige ist, der sich die Festung Draconia ausgedacht hat, also das ist ein wichtiger Schauplatz bei uns in der Geschichte geworden. Und es ist ganz schön, dann sein Feedback dazu zu kriegen, zu der Umsetzung, die wir von Draconia angefertigt haben. Also er hat das beschrieben mit den Worten, es ist wie wenn sein Kind erwachsen wird. Also er war ganz zufrieden, glaube ich, mit dem, was wir geleistet haben. Und er ist eben als Berater dabei gewesen von Anfang an, hat sich die Geschichte mehrfach immer, habe ich die präsentiert und jetzt ein Feedback dazu gegeben und gesagt, wo hakt es. Also er hat wirklich ein sehr, sehr, sehr untrügliches Gespür dafür, was nicht funktioniert. Ich war auch immer sehr angetan davon, dass er den Finger immer genau auf die Wunde gelegt hat. Immer wenn ich dachte, jetzt erzähle ich das und da ist jetzt so irgendwas, so eine Kleinigkeit, wo ich weiß, es ist noch nicht ganz so, wie ich es haben will, aber vielleicht merkt das nicht, er hat es immer gemerkt. Und so jemand zu haben, ist natürlich unglaublich wichtig. Das entlastet einen selbst ungemein, wenn man nicht immer an alles selbst denken muss, was man eh schon machen muss die ganze Zeit, aber wenn man noch jemanden hat, der einen halt quasi auffängt und halt sagt, okay, aber hier, guck mal dahin und guck dahin, dann fühlt man sich ein bisschen freier. Wir erzählen eine Geschichte, die bei aller Detailgetreue eben in den DSA-Regelwerken bislang nur als Randnotiz aufgetaucht ist. Und insofern hatten wir da auch genug Freiheiten und es gab eigentlich nie irgendwelche Konflikte. Hadmar hat diese ganze DSA-Kosmologie, die ganze Schöpfungsgeschichte, alles, was in DSA irgendwie an mystischem existiert, an mystischem Wissen, das hat er mitentwickelt. Und so konnte er dann Vorschläge geben und sagen, das ist deswegen so. Und so hat das Ganze nochmal viel mehr Tiefe bekommen. Am Anfang war es halt einfach nur ein Ort mit einer bestimmten Funktion und der hat jetzt eine eigene Geschichte bekommen, ausgehend von dem, was Hadmar dazu beigetragen hat. Bei allen 12 Göttern, es läuft ja hervorragend. Entspann dich. Meine Idee dahinter war, ich wollte ein Spiel machen, wo Rätsel und Story zusammenpassen, aber nicht nur in der Hinsicht, dass die Rätsel die Story erzählen, sondern dass die Story selbst wie ein großes Rätsel ist. Dass man die Dinge, die passieren in dem Spiel, es gibt unglaublich viele falsche Fährten, auf die Spieler gelockt werden. Und man ist immer damit konfrontiert irgendwie, wie könnte die Geschichte ausgehen. Und ich hatte in meinem Kopf immer, dass man in jedem Kapitel sozusagen ein Puzzlestein, wie ein Inventargegenstand, kriegt man eine Information als Spieler. Und man weiß nie, wie diese Objekte zusammenpassen, diese Puzzleteile. Und ganz am Schluss setzt sich das Puzzle dann knallhart, so fällt dann ein Stück runter und verschränkt sich mit dem nächsten und noch keins kommt und noch eins kommt. Auf einmal sieht man das komplette Bild vor sich, was vorher nur so Fragmente waren. Man dachte, wie soll das hier zusammenpassen? Und das ist das Ende. Und deswegen ist es halt schwierig, jetzt quasi was zu viel zu verraten.
weil dafür müsste ich erstmal jetzt dem Zuschauer, den Leuten, die mir zuhören gerade, erstmal die einzelnen Puzzleteile geben, damit sie wissen, was dieses Bild überhaupt zu bedeuten hat.